bin immer froh, wenn wir das Beste aus dem Katalog Ihnen präsentieren dürfen. Und das ist ein absoluter Topseller bei uns. Hat uns selber ein bisschen überrascht. Aber es geht um Nachtlicht, um Taschenlampen und das alles mit so einer großen Funktionsvielfalt und vor allem so super praktisch, weil es so viele Geräte in einem ist. Ja, wir haben zwei verschiedene Multifunktionsleuchten mitgebracht. Zwei Stück jeweils im Zweier-Set. Und da schauen wir uns das erste Mal genauer an. Hier, dieses hier, darum geht es jetzt gerade. Sie sehen schon, das ist eine wunderbare Tischleuchte zum einen. Ne? Ich kann es hier so aufstellen. Ich kann aber auch diese Halterung an der Wand anbringen. Dann habe ich eine Wandleuchte. Und jetzt super praktisch auch dieses Nachtlicht. Das heißt, wenn ich das jetzt beispielsweise im Flur anbringe und ich muss nachts, wenn es dunkel ist, auf Toilette, dann gehe ich hier vorbei und wenn es jetzt richtig zappenduster ist, dann geht das Licht automatisch an. Bei uns ist es jetzt hier zu hell, ne? Der hat auch einen Dämmerungssensor. Das heißt, nur wenn es tatsächlich dunkel ist, dann geht diese Lampe automatisch an, sobald Bewegung davor ist und Sie beispielsweise auf Toilette gehen und Sie brauchen ein Licht, aber möchten nicht nach dem Lichtschalter suchen. Und jetzt kommt noch eine weitere Funktion. Ich kann das auch einfach aus der Halterung rausnehmen, meine Leuchte, kann hier hinten die Taschenlampe anmachen und hab direkt eine Taschenlampe zur Hand. Also das ist super praktisch, weil weißt du, wo deine Taschenlampe zu Hause ist, Ingo? Ja, weiß ich. Bei mir in der Nachttischschublade und in der Küchenschublade. Würdest du die Lampe in der Küchenschublade auf Anhieb finden? Na, Im Dunkeln schon gar nicht. Siehste? Im Dunkeln finde ich gar keine von den Lampen. Ne? Und hier kannst du die Wandhalterung an Ort und Stelle anbringen, vielleicht auch dort, wo du ohnehin eine Arbeitsleuchte brauchst und hast hier perfektes Licht. Hier, schau mal, das sieht doch richtig gut aus in diesem Treppenhaus. Übrigens auch für Kellerabgänge eine wahnsinnig gute Idee, weil dann können sie das Licht direkt, wenn es automatisch angegangen sind, weil es ihre Bewegung erkannt hat, dann können Sie die automatisch direkt in die Hand nehmen und können so die Treppe runter in den dunklen Keller und müssen nicht nach dem großen Licht suchen. Oftmals ist es ja auch so, dass man gerade in einem Keller den halben Keller eigentlich durchqueren muss, bevor man überhaupt an den Lichtschalter kommt. Ja. Ne? Genau für solche Gelegenheiten ist dieses 4-in-1 Produkt ideal. Und jetzt schauen Sie mal, wie hell das ist. Das sehen Sie sogar im Fernsehen. Was für eine Leuchtkraft dahinter steckt. Das sind 100 Lumen Leuchtkraft hier mit diesen COB-LEDs. Richtig, richtig hell, richtig gut gemacht. Ich finde auch, das ist mal eine schöne Taschenlampe, ne? Weil die kannst du tatsächlich auch zum Beispiel als Nachtlicht auf dem Nachttischchen stehen lassen und musst eben die Taschenlampe nicht verstauen in der Schublade oder auf dem Schreibtisch. Dort, wo du eben helles Licht brauchst, ist das auch tagsüber, nicht in Notfällen und nicht, wenn es dunkel ist, eine super schöne Stehlampe. Die kannst du überall hin mitnehmen, ist akkubetrieben, das heißt, einfach an einen USB-Port anschließen, zack, haben sie die wieder aufgeladen und dann haben sie mit einer Ladung bis zu 5 Stunden Leuchtdauer. Boah. Also so lange brauche ich eine Taschenlampe nicht am Stück. Ja, vor allem keine Batterien, ne? Du kannst sie einfach am USB-Port aufladen. Ich nehme mal hier eine. Was ich auch so faszinierend finde, dieses Bild da über diese Treppen war ja unglaublich interessant, dass da eben so eine große Fläche ausgeleuchtet wird. Mit einer Taschenlampe hat man meistens nur so einen Punkt und muss dann immer gucken, Mensch, was ist denn hier los? Hier haben wir eben wirklich gleich eine riesengroße Fläche ausgeleuchtet. Sehr, sehr hell. Da können Sie sich dann sicher bewegen nachts. Gerade eben so eine Treppe ist so eine typische Stolperfalle. Vielleicht, wenn irgendwo Schuhe oder Kabel rumliegen, vielleicht haben sie ein Haustier, was über dem Flur liegt. Da möchte man nicht gegenlaufen, wenn man nachts mal auf stille Örtchen oder in den Kühlschrank will. Wir haben hier das Zweier-Set für 23,74 Euro mit der Bestellnummer ZX6230 und der 569 für Sie. Die kommen mit diesen Halterungen ganz einfach zu installieren. Und dann, wenn die einmal geladen sind, halten die stundenlang. Ich finde also auch, wie man die hält, ne? Das ist ja anders als eine Taschenlampe, finde ich ausgesprochen cool. Das stimmt. Ja, es ist ja auch so perfekt geformt. Wie so eine Fackel, ne? Genau, es ist ja perfekt so nach unten geformt, dass du sie genauso halten kannst und eben nicht so von oben, ne, immer so gucken musst, wo geht der Kegel hin. Nee, ich halte das einfach so und der Kegel geht direkt nach unten hin, wo ich ja auch hinleuchten möchte, um eben nicht über Fifi und Co. zu stolpern beispielsweise. Ja, ist ein Problem, ne? Die denken, niemand sieht sie, wenn sie da im Dunkeln liegen, aber somit kann man die trotzdem noch sehen und eben diesen Stolperfallen ausweichen. Wir haben noch ein zweites Set, auch das ist ein Zweier-Set
Und die haben wir eben mal ausprobiert. Ich hatte die vorher noch gar nicht gesehen. Ja. Ist auch eine Neuheit bei uns. Mhm. Unglaublich schickes Nachtlicht. Ne? Total schick. Schauen Sie mal, hier haben wir das direkt in der Steckdose reingesteckt. Das ist die Halterung und gleichzeitig auch Ladestation. Per Induktion wird das geladen. Das heißt, das hängt einfach nur locker drin. Es ist gerade zu hell wegen der anderen Lampe. So, jetzt haben wir Dämmerung. Nee, es ist immer noch zu hell mit dem Studiolicht. Wir haben auch hier, das sehen Sie hier, einen Bewegungssensor. Das heißt, sobald es dunkel ist und Sie vorbeigehen, geht das Licht genau so an. Oder anderes Szenario. Wir haben hier jetzt nicht nur ein super Nachtlicht, sondern auch ein Notfalllicht. Das ist jetzt besonders praktisch. Sie haben das zu Hause standardmäßig in irgendeiner Steckdose stecken. Zum Beispiel direkt an der Haustür oder zum Beispiel direkt in der Küche. Jetzt nehmen wir mal an, Sie haben einen Stromausfall. Dann schauen Sie mal, was passiert. Haben Sie es gesehen? Hier oben ist das Licht direkt angegangen. Guck mal, jetzt haben wir den Stromausfall. Ich habe Licht, ich weiß, wo meine Taschenlampe ist und die nehme ich jetzt einfach raus. Einfach aus der Halterung, die gleichzeitig Ladestation ist. Dann habe ich hier das eine Licht, das automatisch ja angegangen ist, weil ich den Stecker gezogen habe, beziehungsweise den Stromausfall simuliert habe. Jetzt habe ich hier noch einen Knopf, den ich bedienen kann. Das heißt, ich kann die Helligkeit noch mal intensivieren. Ich habe auch ein Nachtlicht, was ich anwählen kann. Gerade für Kinderzimmer auch eine super Sache, so ein Nachtlicht zu haben. Und ich habe auch ein Notfallblinklicht. Alles mit dabei, hier in dieser super stilvollen Taschenlampe. Das ist meine Taschenlampe. Die lasse ich auch gerne in der Steckdose hängen, damit ich ein Nachtlicht habe, damit ich eine Taschenlampe habe, die immer aufgeladen ist und damit ich auch ein Notfalllicht hier habe. Ist das nicht schick und praktisch und gut durchdacht? Es ist vor allem so durchdacht, weil ich hier wirklich mich nicht mal darum kümmern muss, dass der Akku geladen wird. Der wird ganz automatisch geladen, dadurch, dass es da in dieser Ladestation hängt. Und jetzt so ein Nachtlicht, wenn sich hier vor etwas bewegt, im Dunkeln geht hier dieses Licht an. Das heißt, ich habe Nachtlichtfunktion. Und was ich wirklich beeindruckend finde, ist diese Funktion, dass wenn Stromausfall ist, dass sie sofort anfängt zu leuchten und ich weiß, wo meine Taschenlampe ist und kann mich hier dann eben auch wieder sicher bewegen. Jetzt kann ich die als Taschenlampe benutzen. Nehmen Sie einfach raus und schauen Sie mal, wie hell die ist. Es geht automatisch an, sobald Strom weg ist. Sie müssen keine Kerze suchen, Sie müssen keine Taschenlampe suchen. Ja? Selbst wenn Sie wissen, wo die Taschenlampe ist, Sie haben es trotzdem schon hell, noch bevor Sie zur Taschenlampe gegangen sind, weil sie automatisch angeht. Und das ist hier das Geniale. Hier, schau mal, dann kannst du direkt zum Sicherungskasten gehen. Das ist ja immer so das Erste, was man macht, wenn man Stromausfall hat. Huch. Ist mir eine Sicherung gesprungen. Ne? Dann bist du unten, machst alle Regler wieder hoch und merkst dann vielleicht, oh, Strom ist immer noch nicht da. Dann hast du hier immer noch ein schönes Nachtlicht bzw. eine schöne Taschenlampe, mit der du dich zu Hause noch zurechtfinden kannst. Also man kann diese Taschenlampe nicht verlegen, weil in dem Moment, wo es dunkel wird, habe ich mein Nachtlicht. Und in dem Moment, wenn Stromausfall ist, sagt diese Taschenlampe, ey, ich bin die Taschenlampe, ich leuchte hier hell. So, ich simuliere das. Hiermit kannst du dich sicher bewegen. Ist das nicht irre? Schauen Sie mal hier. Ohne, jetzt habe ich hier diese wahnsinnig tolle Taschenlampe. Mhm. Unglaublich stark, finde ich auch. Und auch hier das Zweier-Set. Moment, hier, jetzt tue ich es mal wieder rein. So, das Zweier-Set für 35,14 €. TV-Sonderpreis natürlich hier. Mit der Bestellnummer ZX1426 und der 569. Ja, egal für welche Lampe Sie sich hier entscheiden. Ich finde beide toll. Also die eine mit diesem Stab, den man da so wie so eine Fackel tragen kann, mit der großflächigen Beleuchtung, oder diese hier, die halt so viele Funktionen hat. Das ist eine 4-in-1 Multifunktionsleuchte hier, die Sie jetzt bestellen können. Katalogneuheit, denke ich, weil ich habe sie noch nie gesehen und finde sie unglaublich praktisch. Es ist übrigens ein Bestseller, deswegen ist es in unserem das Beste von Pearl TV Sendung hier für Sie. Der Preis gilt für 2 Stunden. Jetzt ist an Ihnen anzurufen und sicher im Dunkeln durch Ihr Haus zu kommen. Viel Spaß damit.